Guten Tag, mein Name ist Jonas Hümmler von der Firma IT-System Elektronik in Altersheim. Ich möchte Ihnen heute ein neues Spezialgerät von uns präsentieren. Und zwar handelt es sich dabei um ein LAP-HP, unsere DC-Quelle, die einen Polwender am Ausgang verbaut hat. Dieser Polwender bedeutet, wir können die Ausgangspolarität umpolen. Einmal über die Frontbedienung oder auch über die Schnittstellen. Wir decken zuerst kurz die Frontbedienung. Auf dem Oszilloskop hier sehen wir den Ausgangsstrom. Das Gerät arbeitet aktuell im Kurzschluss. Genau. Wir können bei dem Gerät die Spannung in die positive und negative Richtung einstellen. Der Polwender schaltet am Nulldurchgang in die eine oder andere Richtung. Nun können wir entsprechend der Vorgabe den Strom fließen lassen. Wir sind auf dem Oszilloskop. Hier zum Beispiel also 150 Ampere. Und genauso wie wir es hier in diese Positivrichtung ausrichten können, können wir bei Einstellung einer negativen Spannung den Strom in die Negativrichtung fließen lassen. In dem Fall ist das Ganze für ein Kundenprojekt. Es geht um eine Simulation von Batterieströmen, die eben in beide Richtungen regelbar sein sollten. Neben der Frontbedienung kann man das Ganze auch über die digitale Schnittstelle programmieren. Hier kann man auch Rampen fahren in verschiedenen Zeiteinstellungen, verschiedenen Stromeinstellungen und kann so verschiedene Kurvenformen abbilden. Ich zeige Ihnen jetzt noch kurz eine Beispielkurve, in dem wir ein Skript über die digitale Schnittstelle an das Gerät senden. In diesem Beispiel sehen Sie einen Signalverlauf von minus 250 bis plus 250 Ampere. Wir haben hier eine Anstiegs- bzw. Abfallzeit von jeweils 100 Millisekunden. Durch die schnelle Umschaltzeit des Polwenders sind keine Signalverzerrungen erkennbar. Im Anschluss zeigen wir Ihnen noch eine Messung zur Umschaltzeit des Polwenders, stark hereingezoomt auf den Nulldurchgang, außerdem weitere beispielhafte Signalverläufe. Die Kurvenform muss nicht zwangsweise symmetrisch, es sind auch asymmetrische Kurvenverläufe möglich. Außerdem kann diese über die digitale Schnittstelle individuell programmiert werden. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.